Guten Abend, liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher. Ich darf Sie wieder zum BZ-Talk aus dem Landkreis Lörrach begrüßen. Heute soll es um das Kreisimpfzentrum gehen. Hierzu begrüße ich recht herzlich die beiden Co-Leiter des Impfzentrums, Frau Susanne Franke, die eine Stabsstelle im zentralen Management im Landratsamt Lörrach hat, und Herrn Daniel Dröschel, der für die Co-Leitung vom Landratsamt angestellt ist für die Zeit, solange es das Impfzentrum gibt. Und in den nächsten 30 bis 45 Minuten wollen wir ein wenig zurückblicken auf den Start des Impfzentrums, auf die weitere Entwicklung und auch ein wenig in die Zukunft schauen. Ja, eigentlich hätte das Impfzentrum am 15. Januar starten sollen, täglich mit 800 Impfungen täglich. Es kam anders. Deswegen die Frage, wie haben Sie damals so diesen verzögerten Start erlebt? Wie war da so die Stimmung unter Ihnen? Ja, da kann ich gerne ein paar Worte zu ausführen. Ich habe an dem Thema Impfzentrum seit Mitte Dezember da aufs Gas gedrückt. Da gab es natürlich organisatorisch, sei es das Zentrum an sich aufbauen, hin zu wichtigen Personalschlüsselpositionen rekrutieren, sei es Apothekerin im Labormanagement, ärztliches Personal, medizinische Fachangestellte und nicht zuletzt auch Verwaltungspersonal. Da war es schon auch eine stressige Zeit. Wir hatten dann alle auf den 15.01. hingefiebert. Dann gab es die Information, dass es sich um eine Woche verschiebt. Und gleichsam dann auch, dass die 800 Impfungen pro Tag dann wohl auch noch in weiter Ferne stehen, denn uns war es möglich, in den ersten Wochen lediglich 150 Termine, BioNTech-Termine einzustellen. Und das hatten wir dann aufgeteilt an zwei Wochentagen. Und es war natürlich erstmal ein sehr gemütlicher Start. Wir konnten gewisse Abläufe erproben, aber sie entsprechen natürlich nicht mehr den Realitäten oder das, worauf wir uns heute beziehen mit dem Erfahrungswissen, mit den Impfzahlen, die wir heute haben pro Tag. Wie hat sich denn das damals so auf die Stimmung auch ausgewirkt? Ich kann mir vorstellen, also man hat ja relativ schnell Ehrenamtliche gefunden und die sagen, ja, ich helfe damit. Und dann so, ich sage jetzt mal, haben die quasi fast nichts zu tun. War es nicht auch sehr frustrierend, also für Sie und auch für all die Helfer? Also muss ich sagen, Frustration hat man in dem Sinne nicht. Wir hatten unheimlich viel, also eben auch in dem Zeitraum vor Weihnachten, über Weihnachten, im Januar, unheimlich viel Zuspruch von Ehrenamtlichen, von Ärzten, von medizinischen Fachangestellten, die gesagt haben, wir packen dort mit an, wir unterstützen euch. Wir mussten dann natürlich viele erstmal vertrösten, weil wir ja nicht eine riesen Mannschaft parat stehen haben können, sondern wir hatten da wirklich auch ja wirtschaftlich geplant mit dem Personal. Und als sich dann die geringen Impfdosen herausstellten, mussten wir natürlich auch da sagen, okay, wir warten jetzt mit weiteren Einstellungen und haben dann gewisse Bewerbungen eben zurückgestellt. Frustrierend war es insofern auch nicht, als dass es war ja damals noch die Altersindikation der über 80-Jährigen, die sich prioritär einen Impftermin buchen konnten. Und da hatten wir ja wahnsinnig positive Erfahrungen gemacht. Man hat den Personen, ich erinnere mich da an ein Zitat von einem ärztlichen Kollegen von uns, so ein Stück Lebensqualität wiedergegeben, und ähnliche Erfahrungen hatten wir auch im Rahmen der mobilen Einsatzteams in den stationären Pflegeeinrichtungen gemacht. Also es war ein großes Hurra, wenn es dann hieß, wir kommen Ihre Einrichtungen anfahren oder es gibt dann eben diese oder jene Termine. Und es war ja auch ein ruhigeres Setting, als es heute ist, wo es durchaus mal turbulentere Zeiten gibt. Aber ja, damals gab es eigentlich keinen hohen Frustfaktor, zumindest was wir hier betrieblich erleben konnten. Sie haben gerade schon gesagt, der Betrieb mittlerweile ist auch mehr Impfungen am Tag sind möglich, es kam mehr Impfstoff. Wo sind Sie denn gerade so, bei wie vielen Impfungen pro Tag? Wir sind bei 400 bis 600 Impfungen pro Tag
Und das ging maßgeblich mit der Impfstoffzulassung von AstraZeneca los, die in einer sehr, sehr großen Stückzahl angekündigt wurde. Über den Zeitraum, ich meine bis zur jetzigen Kalenderwoche, bis zur Kalenderwoche 13 waren es über 1000 Impfdosen, die auch laut Vorgabe des Sozialministeriums voll verimpft werden konnten, anders als bei BioNTech, wo das Land, finde ich, auch richtigerweise am Anfang sehr restriktiv vorgegangen ist und gesagt hat, bitte legt euch einen gewissen Prozentsatz für die Zweitimpfung zurück. Wir möchten in jedem Fall erzielen, dass die Menschen eine volle Impfung in Form von zwei Impfungen erhalten. Bei AstraZeneca war das anders, ob der großen Liefermengen. Und dementsprechend hieß es dann für uns, ich glaube Mitte Februar waren die Lieferankündigungen und dann war es ein sukzessives, aber doch sehr schnelles Hochfahren der Impfzahlen von, ich hatte es mir auch mal notiert, von 500 Impfungen in der Woche auf in Spitzenzeiten 4200 Impfungen pro Woche. Und dann hat jemand den Stoppknopf gedrückt bei AstraZeneca und als man gerade dachte, es läuft oder man nimmt Fahrt auf, man kommt ans Maximale, kam eben dieser AstraZeneca-Stopp vor wenigen Wochen. Wie haben Sie damals so die Situation erlebt? Ja, also das war natürlich für alle eine Nachricht. Wir waren gerade mit Nachimpfungen von MIT-Einsätzen, unter anderem auch mit AstraZeneca-Impfstoff, noch hier am Beenden. Und dann kam die Meldung, dass wir das nicht mehr verimpfen können. Das ist natürlich auch für den Moment, wo Personen jetzt gerade erst geimpft wurden, war das natürlich ein kleiner Schreckmoment, weil die das schwer einordnen können. Aber wir haben das gut abgefangen. Und dann war eigentlich die Aufgabe, dass wir die nächsten Tage nach Maßgabe des Sozialministeriums organisieren. Das hieß als erstes Mal, dass wir alle Personen, die für bis zum 22. auf der Liste standen, informiert haben über E-Mail, wo die E-Mail vorlag. Ansonsten natürlich über die Medien. Und haben versucht, nach allem, was geht, für den Lörrer-Bereich zumindest den Leuten das kenntlich zu machen, dass die Impfungen tatsächlich auch da abgesagt sind. Und montags ist kein Impftag im Moment. Das betraf dann also die Impfungen, die am Dienstag, am Mittwoch und am Donnerstag ausgefallen waren. Ab Freitag und Samstag konnte man dann ja wieder impfen und den Montag drauf, der 22., der ja der letzte Tag dieser Aussetzung war, ist ja auch kein Impftag bei uns gewesen. Und das mussten wir natürlich dann auch aushalten, weil das Feedback kam natürlich auch erstmal direkt an uns zurück. Wenn man eine E-Mail rausschickt, haben die Leute natürlich auch einen Kanal, wo sie erstmal zurückfragen. Und wir haben dann kontinuierlich eigentlich über Informationen, so wie sie uns vorlagen, die Leute dann auch informiert. Und das hat auch im Übrigen hervorragend geklappt, als es nämlich dann am Donnerstagabend hieß, ab Freitag wird wieder geimpft, haben wir auch wieder an den Verteiler der Personen, die am Freitag und Samstag dran sind, geschrieben. Und siehe da, die Leute kamen zu ihren Impfungen und wir hatten einen regulären Impftag, wo wir auch 80% der Impfungen tatsächlich auch dann erreicht haben, was bei so einer Kurzfristigkeit auch wirklich ein gutes Ergebnis war dann für die Tage. Und es ist ja aber dann nicht so, dass da was verloren geht, sondern dass natürlich auch an anderen Tagen auch noch erreicht werden kann. Und die Leute wollten dann auch noch AstraZeneca haben, oder? Ja, das ist natürlich gemischt, aber der überwiegende Teil hat natürlich weiterhin an ihrem AstraZeneca-Termin festgehalten. Es gibt Personen, die, das haben wir gemerkt in der ärztlichen Aufklärung, die natürlich dann erhöhtes Aufklärungsbedarf haben, bestimmte Sorgen mitbringen. Manche Sorgen auch, weil sie vielleicht eine medizinische Vorgeschichte haben, die ihnen diese Sorge erstmal gibt. Klar ist, dass es gibt bisher keine Kontraindikationen, die weder von der Europäischen Arzneimittelbehörde noch über das Paul-Ehrlich-Institut oder auch, und das ist ja auch eine Abklärung gewesen, die deutschen Fachgesellschaften, die relevanten, die etwas dann auch zum Thromboserisiko in bestimmten Fällen gesagt haben, gibt es keine Kontraindikationen. Wir haben uns hier lokal mit der ärztlichen Leitung darauf verständigt, dass wir zunächst mal hatten wir ein paar mehr Indikationen, aber dass wir am Ende jetzt immer nur dabei bleiben, dass Personen mit einer Sinusvenenthrombose, die das in der Vergangenheit hatten, dass diese auch auf BioNTech umgestellt werden. Und das ist eine ganz enge Indikationsstellung. Da tun wir jetzt auch sicherlich mehr, als das vielleicht notwendig wäre. Aber für diese Personen tun wir das. Und das sind aber sehr, sehr wenige, glücklicherweise, die das überhaupt betrifft.
Und ansonsten ist es natürlich dann mit einem höheren Aufwand, aber der lohnt sich, weil die meisten Leute dann tatsächlich dann auch Sicherheit gewinnen in dem Gespräch und die Impfung dann wahrnehmen. Wir haben nur sehr, sehr wenige, die diese Impfung überhaupt nicht wahrnehmen. Das liegt eigentlich auch in dem Bereich von Leuten, die auch vorher die Impfung vielleicht dann nicht wahrnehmen wollten oder dann nicht wahrnehmen konnten, weil sie beispielsweise eine Covid-Infektion in den letzten 6 Monaten hatten oder weil sie eine Impfung hatten die letzten 14 Tage oder weil man auch festgestellt hat hier, dass sie sich vielleicht nicht ganz gesundheitlich wohlfühlen und man dann die Impfung vielleicht zurückstellt. Sie haben gerade auch vom Aufwand gesprochen, der betrieben werden musste. Deswegen, ich kann mir vorstellen, mit der größte Aufwand war ja dann die Abarbeitung der Wartelisten. Man muss dazu sagen, es gibt ja 2 Wartelisten, eben einmal die AstraZeneca-Warteliste, dann noch die Warteliste des Landes, Entschuldigung, für die Senioren. Wie ist denn da der Stand der Dinge? Sind die schon abgearbeitet? Ja, also mit der Warteliste des Landes für die Senioren, die bis zu dem Zeitpunkt, wo wir sie erhalten haben, bis Mitte März 2700 Personen umfasste, denen erstmal grundständig ein Terminangebot gemacht werden sollte, sind wir nunmehr fertig. Das heißt, allen Personen wurde ein Angebot gemacht. Ich würde sagen, ungefähr 20 bis 25% hatten keinen Terminbedarf mehr, weil sie zwischenzeitlich, man muss bedenken, die Personen standen dort teilweise seit Mitte Februar, also seitdem es diese Warteliste des Landes gibt, auf diesen Listen keinen Terminbedarf mehr haben, aus verschiedenen Gründen, beispielsweise im anderen Impfzentrum einen Impftermin bekommen. Wir haben nunmehr in dem am 21. und 22. März hatten wir 1200 Personen einen Impftermin geben können und nunmehr auch in der letzten Woche nochmal 900 weitere Impftermine für Personen dieser Warteliste angeboten und konnten damit diese gesamten 2700 Personen abarbeiten, sprich anfragen. Das ging auch nur zur Hilfenahme oder durch die Unterstützung unserer Seniorenbeauftragten und deren Helfer im Landkreis Lörrach. Die mit den Seniorenbeauftragten stehen wir eigentlich schon seit Anfang Januar in ganz engen Kontakt. Die haben auch lokale Wartelisten für ihre Gemeinde, Kommune geführt und diese dann auch mit Inkrafttreten dieser Warteliste des Landes dann in die Pipeline geschossen Richtung Land und hatten dann nunmehr endlich die Chance, auch mal gute Gespräche zu führen und erfreuliche Anrufe zu tätigen und den Personen dann einen Impftermin anzubieten, die sie da auch auf den Landeslisten dann wiedergefunden haben. Insofern war das auch, also es war für uns eine super Unterstützung und aber auch, wir haben das sowohl von den Senioren als auch von den Seniorenbeauftragten und deren Helfern gehört, eine sehr dankbare Tätigkeit, dann doch so kurzfristig zu sagen, ganz unkompliziert, ohne langen Termincode und zu einer bestimmten Uhrzeit können sie einfach ins Impfzentrum kommen und ihren Termin dahingehend wahrnehmen. Man kann ja wirklich sagen, das Thema, also Terminvergabe, das bewegt ja nicht nur den Landkreis Lörrach seit knapp 3 Monaten jetzt, sondern wirklich das ganze Land, ganz Deutschland. Man muss dazu auch sagen, Sie haben keinen direkten Einfluss auf die Terminvergabe, es wird über das Land geregelt. Ich frage Sie dennoch mal, Sie kriegen es ja bestimmt auch mit, wie zufrieden sind Sie mit diesem gewählten System? Ja, so mittelmäßig zufrieden, sag ich mal so. Also für uns ist dieses Terminmanagement oder das Tool, was wir insofern als Kanal bedienen können, auch bis zu einem gewissen Grad eine Blackbox. Was sehr gut funktioniert, ist das Einstellen von Terminen unsererseits auf der Seite der KV Digital. Das ist diese pinke Seite, die die Bürger unter www.impfterminservice.de kennen. Und das ist auch der einzige Kanal, den wir quasi monitoren können. Und von diesem Kanal bedienen sich dann quasi ja 3 Ausgänge. Einerseits die Impfterminservice-Seite als digitale Plattform, wo Personen sich ohne jeglichen Anruf einen Termin vereinbaren können. Das ist ein Angebot des Bundes. Dann gibt es eine 116-117er Hotline, die mit Callcenter-Mitarbeitern des Bundes hinterlegt ist und gleichsam noch eine 116-117er Hotline, die mit Mitarbeitern des Landes Baden-Württemberg hinterlegt ist.
Und da treten natürlich verschiedene Probleme auf, was auch nachvollziehbar ist. Alle Personen, insbesondere die Callcenter-Mitarbeiter auf den verschiedenen Arbeitsebenen, auf einen Wissensstand zu halten. Da muss man ja auch unterscheiden, dass was die einzelnen Bundesländer vielleicht auch noch für unterschiedliche Impfstrategien oder Auslegungsverordnungen der Corona-Impfverordnung haben. Da werden ja auch unterschiedliche Wege gefahren, so zumindest unsere Erfahrung. Sei es auch, was das Freischalten von Terminen angeht. Da war bundesseitig, also im Schulterschluss von allen Bundesländern, die Anforderungen, die Termine frühestmöglichst freizuschalten. Und das ist dann 0:01, was aber für die Callcenter-Mitarbeiter nicht bedeutet, dass sie diese auch rund um die Uhr arbeiten, sondern die Diskrepanz, insbesondere bei den wenigen zur Verfügung stehenden Impfterminen, dann oftmals war, dass mit Arbeitsbeginn der jeweiligen Callcenter dann schon am Morgen keine Termine mehr zur Verfügung standen. Ja, und das sind auch die Herausforderungen oder das Unverständnis und gewisse Fragestellungen, die darum tangiert sind, die uns auch mehr Fragezeichen auferlegt haben, als wir lösen konnten oder klären konnten. Es war insbesondere auch, um nochmal den Bezug herzustellen mit den ausgefallenen AstraZeneca-Terminen, für uns immer so ein kleiner Nervenkitzel, weil das Land ja auch dementsprechend formuliert hat, dass das Callcenter des Landes die Personen, die von einem Ausfall der AstraZeneca-Impfungen betroffen waren, umbuchen werden in der Zeit des sogenannten Impftermin-Service-Lockdowns, also der Schließung für die öffentlichen Zugänge. Und wir hatten dann entsprechend die Termine verdichtet und zur Verfügung gestellt mit BioNTech-Impfstoff, weil zu diesem Zeitpunkt ja von AstraZeneca erstmal nicht mehr gesprochen werden konnte. Und quasi mehrfach am Tag beobachtet, werden die Termine weggebucht vom Callcenter dementsprechend. Und das ist dann für die letzte Woche nicht passiert, was uns veranlasst hat, einen Teil der Impftermine eben umzuswitchen und zu sagen, okay, dann nehmen wir auf der Kürze der Zeit gesehen diesen Impfstoff, den wir für diese Woche eingeplant haben, zur weiteren Abarbeitung der Warteliste für die Senioren. Und der Nervenkitzel bestand auch nochmal bis letzte Woche Freitag, bis letzte Woche Donnerstag, besser gesagt, weil Freitag war ja wieder die Freischaltung des Terminservices, wo auch die Termine, die wir verdichtet hatten, auch noch brach lagen für die jetzige Woche, was uns dann nochmals dazu veranlasst hat, diese Termine wieder aus dem Impfterminservice rauszunehmen und diese lokal zu vergeben und Personen, es waren letztendlich 1500 Impftermine, die zwischen 16. und 18. März erloschen waren, lokal zu vergeben. Und das natürlich auch auf eine schnelle, probate Art und Weise nach Ostern einfach die Tage geswitcht und gesagt, die Uhrzeiten bleiben dahingehend erhalten. Das war dann die schnellste Möglichkeit, weil für die 1500 Menschen dann gerade über Ostern noch Versuche zu telefonisch zu erreichen und Excel-Listen wieder zu puzzeln und zu führen, wie wir es für die Senioren-Warteliste gemacht haben, wäre dann doch eine zu große Herausforderung über die Osterfeiertage gewesen. Und ich denke auch, dass es insofern zu einer hohen Zufriedenheit geführt hat seitens der Personen, die noch nicht wussten, wie es jetzt mit ihrem erloschenen AstraZeneca-Termin weitergeht. Da haben wir auch ganz, ganz viel positives Feedback bekommen, dass sich jetzt gefreut wird, dass ein Ersatztermin, ein Umbuchungstermin doch so schnell und insbesondere noch vor Öffnung des Impfterminservice und damit der Buchbarkeit für Personen außerhalb jeglicher Wartelisten möglich war. Das klingt so, als wären es lange Stunden für Sie gewesen, sehr viel Improvisation auch. Ja. Also nur um das auch noch abschließend zu sagen, ne, also das ist natürlich insofern ein Erfolg und der auch nicht möglich gewesen wäre, wenn, um das nochmal zu sagen, die Seniorenbeauftragten und Ehrenamtliche geholfen hätten, inklusive das Kids-Team, was dieser Aufgabe Impfen hier sehr zugewandt ist und auch diese Dynamiken mitgeht, das muss man nochmal sagen. Also da ist auch wirklich ein Dank nochmal an alle Ehrenamtlichen und das Team zu sagen. Aber es ist halt auch so, dass wir abschließen und damit ist es wirklich ein Erfolg, bis in der Woche nach Ostern auch alle lokale Wartelisten, die nicht auf einer Landesliste standen, nicht AstraZeneca waren, dann auch noch mit einem Impftermin versorgen können. Also haben wir hier innerhalb von 4 Wochen eigentlich das geschafft, was jetzt seit langem ausgestanden hat. Und das ist schon eine Leistung von Leuten, die hier uns unterstützt haben. Das ist großartig.
Die Grundlage dafür ist ja erstmal, dass Impfstoff da ist. Das war ja gerade in der Anfangszeit auch immer mal wieder ja, sehr kurzfristig oder sehr schlecht planbar für Sie, wann Impfstoff kommt oder ob er wirklich kommt. Hat sich das dann normalisiert? Ist genug auf Lager? Ja, also es ist de facto so, dass wir jetzt im Moment in einer Erwartung sind, einer Meldung oder einer Zusage, einer tatsächlichen Zusage. Wir haben eine Meldung bekommen, dass jetzt 25% mehr Impfstoff, BioNTech-Impfstoff, zur Verfügung stehen soll in Zukunft. Und das heißt 25% mehr als das, was wir in der Gesamtimpfstoffmenge im Land hatten, zur Verfügung stehen soll. Und das verteilt sich ja gleichmäßig. Es gibt ja keinen Verteilschlüssel des Landes leider nach Größe des Landkreises oder nach besonders der älteren Population oder so, sondern die werden gleichförmig verteilt. Das heißt, in jedem Landkreis soll es 25% mehr der Menge geben. Heißt aber gleichzeitig, dass AstraZeneca perspektivisch auch ausgeschlichen wird und durch BioNTech respektive auch Moderna, wobei die Zusagen für Moderna so nicht gemacht sind, ausgeglichen werden soll. Das heißt, es geht Impfstoff weg und es kommt eigentlich dann eine größere Zusage zu. Der Knackpunkt ist, dass wir noch keine Lieferavis haben und wir deswegen warten. Und es würde jetzt im Moment faktisch heißen, dass es natürlich auch eine Woche gibt, nämlich die Woche nach Ostern, wo wir im Grunde genommen nicht weiter impfen könnten, wenn bis dahin nicht diese Lieferzusage kommt. Wir sind jetzt mal zuversichtlich. Die Ankündigungen sind schon eigentlich auch immer so eingetreten. Es sind auch die Ankündigungen, den Impfstoff zu reduzieren, weil die Lieferzusagen doch nicht so gehalten werden, auch immer so eingetreten, sodass wir dann mit einer gewissen Geduld auch die Planbarkeit haben. Und deswegen gehen wir auch da mal von aus. Aber das ist so eine Dynamik, in der wir da durchaus so drinstecken. Ja. Zeitgleich soll ja auch nach Ostern die Impfung in den Hausarztpraxen starten, mutmaßlich auch hauptsächlich mit AstraZeneca. Laufen da auch bei Ihnen schon Vorbereitungen oder sind Sie da dann gar nicht eingebunden? Ja, bei den Hausärzten ist es so, dass die Impfzentren in die Logistik der Versorgung der Hausarztpraxen nicht eingebunden sein sollen. Das Einzige, wo das vielleicht eine Relevanz hat, ist die Frage, dass AstraZeneca in den Impfzentren nur noch für die Zweitimpfung zur Verfügung stehen soll, damit natürlich die alle, die jetzt eine Erstimpfung hatten, bis zu einem Stichtag dann eine Zweitimpfung bekommen können und die Arztpraxen perspektivisch dann AstraZeneca verimpfen sollen. Aber auch bei den Arztpraxen wird man jetzt erstmal in der Woche nach Ostern mit BioNTech starten. Das ist ein komplexerer Wirkstoff von der Vorbereitung, also von der Kühlkette, aber auch in der Impfstoffvorbereitung, weil er erst rekonstituiert werden muss zusammen mit NACL und weil er bestimmte Lagervoraussetzungen hat und weil auch das Aufziehen durchaus ein bisschen Technik erfordert. Technik, die sonst eine Impfung in einer Arztpraxis so nicht erfordert. So, und das tut man jetzt aber trotzdem. Man hat ja einen Modellversuch, der hat auch sehr gut geklappt nach den Aussagen der KVBW. Deswegen sind wir da zuversichtlich, dass das alles sehr gut klappen kann. Was wir jetzt vom Impfzentrum aus machen, weil wir jetzt ja nicht eingebunden sind in die Kühlkette und Lagerung und Lieferung an die Arztpraxen. Wir werden jetzt diese Woche zwei Infoabende machen, am Mittwoch und am Donnerstagabend für Hausarztpraxen, wo unsere pharmazeutische Leitung und das Team den Hausarztpraxen das Impfstoffmanagement zeigen wird, für Fragen zur Verfügung steht, auch zeigt, was bei der Impfung dann tatsächlich noch zu beachten ist und eben so ein bisschen Kniffs und Tricks für die Technik geben wird. Und die Leute werden auch die Möglichkeit haben, das hier mit Probe-Vials, also mit Wasser gefüllten Vials mal zu üben, und die Pharmazeuten unterstützen dann, dass das mit der Technik gut klappen kann. Wir wollen so ein Angebot machen, damit im Landkreis Lörrach zumindest die Impfungen dann in Hausarztpraxen auch prima klappen können. Wir haben sehr viele Anfragen von Hausarztpraxen, sowohl die Pharmazie an sich, aber auch hier beim Impfzentrum, die genau diese Fragen stellen und die auch sich die Frage stellen, welches Material brauchen wir. Da geht es um Scherkräfte in den Nadeln,
damit der Impfstoff nicht kaputt geht und so weiter. Das ist schon eine komplexere Sache und wird mit AstraZeneca leichter werden. Und wir versuchen alles, um das möglichst gut zu unterstützen. Gleichzeitig wird ja nicht nur in Hausarztpraxen geimpft und im Kreisimpfzentrum. Weiterhin sind ja auch die mobilen Impfteams unterwegs. Gab es jetzt zuletzt in Efringen-Kirchen Missverständnisse, nenne ich es jetzt mal, um diese Rolle dieser mobilen Impfteams, die ja erst in die Pflegeheime sollten, das ist abgeschlossen im Kreis Lörrach, und dann in weitere stationäre Einrichtungen, wo Menschen mit Behinderungen zum Beispiel leben und Seniorenresidenzen. Gibt es denn da eine Strategie, wie mit diesen mobilen Impfteams dann weiterverfahren wird, wenn diese weiteren Einrichtungen durchgeimpft sind? Ja. Also zu Efring vielleicht nochmal, die Missverständnisse haben wir ausgeräumt und wir gucken in die Zukunft und es gibt eine Strategie und eben weil es eine Strategie gibt und auch eine gemeinsame Vereinbarung mit den Städten und Gemeinden, die auf der Basis des Landes einen Handlungsleitfaden für die Verwendung und Nachverwendung des MITs beruht und auf einer Einsatzreihenfolge, gibt es eine Strategie und die sieht eigentlich genau das vor, dass man stationäre Einrichtungen, es gab bis jetzt auch noch andere Landkreise, hat uns nicht so betroffen, die immer noch nicht in den stationären Einrichtungen, weil die besonders viele haben, natürlich diese abarbeiten. Da war auch immer wieder mal die Anfrage, ob andere MITs aus Landkreisen, die schon bereits weiter sind, unterstützen können. Konkret die Anfrage für uns kam jetzt dann doch nicht, weil die ZIZ, das ZIZ in Freiburg beispielsweise stark unterstützt. Die zentralen Impfzentren. Genau, die zentralen Impfzentren, kurz gesagt. Ja. Genau. Da gibt es aber eben dann die Reihenfolge, dass wir erst die Tagespflege und respektive das betreute Wohnen, aber auch die stationären oder teilstationären Einrichtungen der Eingliederungshilfe, also Behinderteneinrichtungen. Es gibt unter den Eingliederungshilfen noch andere Einrichtungen, die aber weiterhin in einer Priorität kämen. Aber diese, dass wir diese anfahren und genau das tun wir. Und wir haben auch einen Plan dafür. Frau Franke kann gleich noch auch sagen, wie wir da jetzt vorgehen wollen. Aber das ist so mal der Rahmen. Und dann, wenn das eigentlich geschafft ist, dann sieht der Handlungsleitfaden vor, dass man dann auch diese sogenannten Vor-Ort-Impfungen, manche sagen auch Pop-up-Impfungen, vornimmt. Und dafür hat auch das Land einen Leitfaden für die Gemeinden und Städte entworfen, der eine ganze Liste von Anforderungen, die im Grunde genommen dementsprechend, was man hier auch in einem Kreisimpfzentrum oder einem zentralen Impfzentrum erstmal auch bewerkstelligen muss, das können die erarbeiten, das können die auch im Grunde genommen, könnten die das auch jetzt im Moment schon erarbeiten. Und dieses Konzept muss dann der Leitung des Kreisimpfzentrums vorgelegt werden und dann müssen wir dann auch sehen, dass das vor Ort auch so umgesetzt werden kann. Und dann können wir einen Termin vereinbaren mit einer Gemeinde, um einen Vor-Ort-Impftermin zu machen. Also grundsätzlich kann man das. Es steht in der Reihenfolge halt hinten an. Und es bedarf halt, dass dieses Konzept vollständig vorgelegt ist, bevor man dann und abgenommen ist, bevor man dann auch einen so einen Vor-Ort-Impftermin machen kann. Kann man denn da schon vielleicht einen Zeithorizont angeben, wann es im Kreis Lörrach möglich sein wird? Ja, also das einen genauen Zeitpunkt kann man insofern noch nicht festlegen, weil das auch anders als bei den stationären Pflegeeinrichtungen eine größere Herausforderung ist für die Einrichtungen, die Einrichtungsleitungen auch selbst, die genauen Zahlen der Personen, die in den jeweiligen Einrichtungen geimpft werden, zu ermitteln letztendlich. Und da sind uns verschiedene Bezüge aufgefallen. Wir haben dort stehenden Kontakt mit den Einrichtungen seit Anfang März und hatten da auch ähnlich, wie wir es bei den stationären Einrichtungen gemacht haben, bestimmte Zahlen abgefragt, wie viele Personen leben in ihren Einrichtungen, in ihrem betreuten Wohnen, in ihrer Tagespflege, wie viel Personal haben sie, was impfberechtigt ist, wie viele Bewohner möchten sich impfen lassen, also so bestimmte Kennzahlen, die es uns dann möglich macht und insbesondere für kleinere Einrichtungen, die es ja jetzt sind, sinnvolle und effektive tiefe geografische Touren, sag ich mal, zu planen im Landkreis, um nicht ein MIT loszuschicken und nur 20 oder 30 Personen zu impfen, sondern dann bestenfalls mehrere Stationen anzufahren und diese gut miteinander zu bündeln. Was sind davon heraus
Forderungen. Ein erheblicher Teil der Einrichtungen war, anders als bei den stationären Einrichtungen, durch verschiedene Träger nur betreut. Die haben sich nicht immer zuständig gefühlt. Teilweise ist es auch bei privaten Wohngesellschaften, sind da Ansprechpartner genannt worden, die sich auch nicht zuständig fühlten und keine Informationen an den zuständigen Pflegedienst weitergaben. Es gibt wechselnde Tagesgäste in den Tagespflegeeinrichtungen. Aufgrund des Lockdowns kommen viele Personen da nicht mehr. Und bei den betreuten Wohnen ist es ja so, dass dann diese Personen, wenn die Zahl genannt werden muss, wie viele sind denn impfwillig und möchten sich impfen lassen, dann auch wirklich per persönlichem Anklopfen und Klingeln abgefragt werden müssen. Und viele von denen, wenn man jetzt von der Gesamtzahl ausgeht, auch schon anderweitig Termine bekommen haben, nicht zuletzt durch vielleicht die Abarbeitung der Warteliste oder weil es sich eben zwischenzeitlich anders ergeben hat, dass sie zu einem Impftermin gekommen sind. Und das macht natürlich die genaue Findung dieser Kennzahlen äußerst schwierig. Wir stehen mit 51 Einrichtungen in Kontakt und haben bisher 18 Rückmeldungen erhalten und konkrete Touren auch schon geplant, wenn du gerade noch anschließen magst. Also wir haben jetzt bis Ende April haben wir Touren geplant. Also das wird jetzt durch den ganzen April werden wir anfahren. Und dann gibt es natürlich äquivalente Touren, die sich dann im Mai, nämlich nach 6 Wochen, als Zweitimpftermine konkret ergeben. Und das ist ein Mix aus Einrichtungen. Das sind zum einen mal also das große St. Josephs Haus als ein großer EGH-Träger, der ja auch in nicht nur EGH, sondern auch stationäre Pflege, teilstationäre Pflege, also sie sind schon auch mit allen ihren Einrichtungen natürlich ganz kurz, EGH bedeutet Eingliederungshilfe. Eingliederungshilfe, genau. Entschuldigung, man geht dann immer so in Kurzterms, aber Eingliederungshilfe, genau. Und dann ist aber auch, sind Leben und Wohnen, Lebenshilfe, Christophorus-Gemeinschaft, Haus Engel, das sind alles Einrichtungen, die größer sind im Landkreis, die wir jetzt zum Teil schon angefahren haben, letzten Dienstag mit dem Haus Engel in Bad Belling-Herting. Und dann jetzt in den nächsten Wochen, also sowohl vor Ostern als auch nach Ostern, eben jetzt auch noch anfahren werden. Wir werden dort unterstützt durch das mobile Impfteam in Freiburg, die ja in den Landkreis mit 200 bis 400 Impfungen reinkommen. Und gerade in diesen Einrichtungen haben wir dann ja auch immer mal große Impfzahlen von ein paar hundert. Oder wenn wir jetzt Leben und Wohnen zusammennehmen und die Lebenshilfe zusammennehmen, dann auch bis zu 600 Impfungen. Und das ist natürlich eine größere Menge, die wir dann auch extern abrufen können und die das mobile Impfteam dann auch in den Landkreis zusätzlich möglich machen. Und dann haben wir in allen möglichen Gemeinden von Weil am Rhein, aber auch Rheinfelden, in Binzen, in Kandern, haben wir jetzt schon konkrete Termine vereinbart. Auch in Lörrach wird noch etwas wieder stattfinden. Und da fährt auch unser mobiles Impfteam oder bis zu 2 mobile Impfteams aus Lörrach fahren dann auch diese Stationen an. Und das ist jetzt aber natürlich ein fortschreibendes Prinzip, wie Frau Franke gesagt hat. Unser Team arbeitet jetzt dran, wirklich da auch alle Einrichtungen wirklich zu erreichen mit den verantwortlichen Personen, um dann festzustellen, wer hat tatsächlich einen Impftermin, wer braucht einen Impftermin über das mobile Impfteam. Okay, gut, wir haben bisschen mehr als eine halbe Stunde von unserem Talk hinter uns gebracht. Ich würde zur letzten Frage kommen. Herr Dröschel, da geht es dann quasi darum, ab wann Sie arbeitslos sind. Wenn Ihre Anstellung darauf mit Ende des Kreisimpfzentrums endet, ja, wie lange werden wir das Kreisimpfzentrum noch haben in Lörrach? Was glauben Sie? Ja, also mir ist die Arbeit noch nie ausgegangen. Da bin ich auch ganz glücklich drüber und deswegen bin ich auch zuversichtlich, dass auch danach eine schöne Aufgabe auf mich warten wird. Da habe ich auch schon ein paar Ideen. Anvisiert war natürlich bis zum 30.06. Es ist immer noch im Gespräch der Ministerpräsidentenkonferenz bzw. auch der Gesundheitsministerkonferenz, dieses zu verlängern. Die Entscheidung steht immer noch aus. Es gibt aber die konkrete Anfrage an die Träger in den Landkreisen, auch zu prüfen, ob man diese Konzepte noch verlängern kann. Konkret steht der 30.09.
im Gespräch. Und es ist hier eine Frage im Landkreis, aber es ist auch eine Frage in anderen Landkreisen, ob die Örtlichkeiten und Räumlichkeiten, die man dafür quasi angemietet hat, ob man die tatsächlich verlängern kann. Grundlegend haben wir das hier im Landkreis, dass wir nochmal verlängern können. Und wir sind es gerade aber auch am Prüfen, wie wir das machen wollen. Sicherlich wird in der Dynamik auch beobachtet, wie läuft das jetzt nach Ostern mit den Impfungen bei den Hausärzten an. Aber grundsätzlich ist man schon der Überzeugung, dass man die Impfzentren bis 30.09. noch benötigen wird, um jetzt endlich auch in der großen Masse zusammen mit den Hausärzten und den Impfzentren tatsächlich dann auch Personen noch impfen zu können. Frau Franke, sehen Sie das auch so? Sehen Sie das auch so oder glauben Sie, dass hier ab 30.06. getrennte Wege gehen? Naja, bei mir steht da weniger die Frage der Arbeitslosigkeit als die Frage, meinen eigentlichen Job wieder machen im Raum. Es kommt, ich denke, man muss es abhängig machen von verschiedenen Kriterien und auch da vielleicht die Perspektive des Landes noch mit einbeziehen. Ich denke auch, das ist eine sinnvolle Frage, dass das auch auf Landesebene geklärt wird. Wir werden natürlich ob unserer Bereitschaft dahingehend gefragt, aber entsprechend der Rückmeldungen und auch entsprechend der Impfentwicklung muss man sich dann natürlich auch landesseitig angucken. Was weiß ich, 33 von 50 Kreisimpfzentren sagen, wir wollen weitermachen oder wir wollen nicht weitermachen. Wie schließt man es vielleicht geografisch auch logisch zusammen? Und wie stark ist dann wirklich auch die Gemeinschaft der lokalen Hausärzte? Wie kann das dann dort vorangetrieben oder unterstützt werden? Prinzipiell sind wir da, wie gesagt, noch in der Klärung, stehen natürlich aber dem offen gegenüber mit dem Ziel natürlich, so viel wie möglich Personen ein Impfangebot zu machen. Und das, wenn Sie am Anfang nach Frustrationen gefragt haben, dann war es natürlich ein Kriterium, dass man, ob der Impfstatistik oder Impfquote in Baden-Württemberg dann am Anfang schon ziemlich hinten anstand, was die Impfdurchschläge ging mit diesen geringen Impfungen. Und das gilt es dann noch, denke ich, im Sommer aufzuholen. Die Frage ist nur, mit welchem Konzept. Okay, gut, dann bedanke ich mich recht herzlich bei Ihnen beiden, dass Sie sich Zeit genommen haben heute Abend. Ich glaube, man hat im Hintergrund gehört. Manchmal, es wird noch gearbeitet im Kreisimpfzentrum, auch noch nach 7:30. Ich hoffe, das hat Sie, liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, nicht allzu stark gestört. Ich bedanke mich auf jeden Fall für Ihr Interesse. Darf auch schon auf unseren nächsten BZ-Talk, wie immer am Montag verweisen, wenn wir ein bisschen Werbung machen. Und da nächste Woche Ostermontag ist, machen wir da Pause. Und am 12. April geht es dann weiter mit dem WZ-Talk über das Lörracher Rathaus, über die Sanierung des Lörracher Rathaus, eines der wichtigsten zukünftigen Projekte der Stadt Lörrach. Los geht's wieder um 19 Uhr. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder zusehen. Und bis dahin wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Vielen Dank und einen schönen Abend.